Was geht ab, Leute? Nicht herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vorab, jeder, der mit dem Unsympathisch TV-Shirt since day one gerade zuschaut, einen Daumen hoch. Obwohl, wenn ich mir gerade so überlege, dann habe ich am Ende keinen Daumen hoch, weil niemand das T-Shirt hat. Egal, Leute, ich habe gedacht, heute wird es mal wieder Zeit für eine Episode Extreme Activity umschreiben. Ich habe auch einen Gast bei mir. Ganz kurz, welche Musik diesmal? Lutsch. Lutsch von Farid? Ja. Okay. Ich habe wieder einen Gast bei mir und es ist kein geringerer als Farid Bang! Farid! Die Leute zerreißen sich das Maul unter meinen Kommentaren. Wann kommt endlich deiner oder euer YouTube-Kanal? Demnächst. Was heißt demnächst? Super! Habe ich mir fast gedacht, dass es schon so bald ist. Ich würde sagen, wir langen gar nicht fucking lang rum. Leg los. Also du kennst ja das Prinzip. Dommel umschreibt das gleiche Begriff. Und er wurde als erstes erredet. Bekommen. Punkt. Wo du kleiner warst, haben deine Eltern dir davon erzählt. Sandkasten. Sandkasten? Ja. Nein. Du hast dich immer gefreut, wenn du was verloren hast. Du hast es abends unter dein Kissen gelegt. Zahnfee! Ist Zahnfee? Ja. Ey, der erste Punkt geht an mich. Kleiner Applaus an der Stelle. Ey, wenn ich sage kleiner Applaus an der Stelle, musst du kurz klatschen. Also Hallo. Leg mal das Handy weg. Hallo. Reicht schon. Am einen Ende tust du es reinmachen und am anderen Ende kommt es raus. Und ich scheiße. Riesendösung. Das zweite Ende. Scheiße. Nein, es ist eine Öffnung. Arschloch. Ist richtig. Digga, was? Das soll was ganz anderes sein, aber okay. Man fährt damit. Auto. Flugzeug. Nee, fährt man. Man fährt damit Flugzeug. Du siehst ganz klar, klassische Situation: Autobahn unbegrenzt, Peter überholt, linke Spur, Airbus A308. When I switch lanes, then them doors swing. Oh my. Man muss ja irgendwie einsteigen. Auf der Tür. Ja, wir waren schnell. Ja, Alter, ganz kurz. Zeitwiederholung. Auf der Tür. Jawohl, ich hab gewonnen. Hey, Digga, was? Bist du dumm, Alter? Schreibt in die Kommentare, wer gewonnen hat. Wenn man riecht nach dem Sport, dann. Schweiß. Geht man. Duschen. Jetzt war er schneller. Was? Ja, Zeitlupe. Du Duschen. Ich war safe schneller schon wieder. Ich fand das du schneller. Sascha. Grüße gehen nochmal an Tim. Danke für Team G. Ich würde sagen, nach einem halben Jahr sieht man auf jeden Fall bei mir Fortschritte. Man zahlt dafür Eintritt. Man zieht Disco, eine Menge Attraktionen. Europa-Park. Nein. Nochmal. Mehr. Scheiße. Tiere. Zoo. Clowns. Zirkus. Zirkus. So. Digga, wie umschreibst du das? Man sieht Attraktionen. Es kommt rüber wie ein scheiß Freizeitpark, Mann. So, man steckt da was rein. Steckdose. Nein. Jetzt kommen wir nicht wieder mit irgendeinem perversen Begriff, Alter. Also man steckt was rein, dadurch öffnet sich eine Tür. Schlüssel. Schlüsselloch. Weißt du, was? Türschloss. Schlüsselloch. Schlüsselloch, ja. Das hat er aber davor schon gesagt. Wie viele Minuten nehmen wir auf? Es sind gerade mal 5. Ja, wir brauchen mehr Begriffe. Wir müssen irgendwas einfallen lassen. Vielleicht noch irgendwelche Tiere. Ja, aber Tiere wäre lustig. Nein, wäre nicht lustig. Scheiß auf Tiere. Und doch. Ich kenne keine Tiere. Ich kenne Katze, Hund, Maus. Das Tier hatte eine Fernsehsendung. Tabaluga. Wie hieß der? Tabaluga war ein Tier. Warst du schon mal in der Wilhelma im Zoo? Hast du gesehen? Ah, ein Tabaluga. In der Sendung waren mehrere Tiere, aber es geht gerade um dieses Haupttier. Es hat ein langes Ding. Ein Elefant. Elefant. Benjamin Blümchen. Cristiano Ronaldo. Manche haben es auf dem Kopf. Käppi. Menschen oder was? Stimmt. Hast du das Wort noch nie gehört? Noch nie in meinem Leben. Du hast noch nie? Ich weiß nicht, was das für ein Tier sein. Also, ach so, ich dachte jetzt ein Tier. Ey, ich bin doch so dumm, Alter. Ja, beautiful. Neulich im Zoo. Ey, Mama, was ist denn da neben Tabaluga? Das ist ein wildes Käppi. Komm, fangen wir es ein. Pokémon Go! Ganz kurz, wie ist jetzt momentan der Zwischenstand? Sascha fährt mit. Perfekt, das wollte ich doch wissen. Sascha hat gewonnen, ist die Antwort, die ich hören wollte. Liebe Leute, danke fürs Zuschauen von unserer Extreme Activity Umschreiben Challenge. Ich würde sagen, ich gehe als Gewinner aus der ganzen Episode einfach mal hier raus. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch einfach einen Daumen hoch da und einen Kommentar unten in der Beschreibung. Hier unten, Leute, da muss es irgendwo sein. Genau hier. Ansonsten würde ich sagen, nächste Woche kommt dann wahrscheinlich noch Montagsfahrer, oder?